Servus Leute, wie ihr seht, heute wieder im Doppelpack die Failers unterwegs. Und zwar heute mal in einem neuen Format. Die Challenge heute ein bisschen abgeändert. Wir machen jetzt keine Videos getrennt voneinander, sondern wir machen ein Video, Fahrrad. Passen natürlich auch, wenn wir nicht überfahren lassen. Richtig, nicht überfahren lassen. Und heute haben wir uns gedacht, wir sind hier im Wald, es ist mitten am Tag, das Licht ist also richtig perfekt. Und wir haben uns überlegt, wir machen es einfach so. Jeder filmt sich selber und wir machen die Challenge quasi gleichzeitig. Also wir sagen, wer macht innerhalb von 30 Minuten das coolere Bild hier irgendwo im Wald und Fahrrad. Genau, dann wird sich zeigen, wer was sieht und wer was nicht sieht. Beziehungsweise wer dieses geile Licht gut einfangen kann. Ja, das schön harte Licht von oben. Auf jeden Fall gibt es ordentlich Kontraste. Genau, das ist so der Plan für heute. Und ja, wir laufen jetzt hier noch ein bisschen rum. Und dann würde ich sagen, irgendwann starten wir dann die Zeit. So Leute, wir haben uns eine zusätzliche Regel ausgedacht. Und zwar darf jeder nur ein Objektiv verwenden. Und wir sehen jetzt, was Christianski hier so auswählt. Also, Stativ ist ja klar, Kamera auch. Aber, wie gesagt, ein Objektiv. Deswegen werde ich mal ein 24 bis 105er nehmen, weil ich da einfach am meisten Spielraum habe. Das andere ist einfach viel zu weitwinklig eventuell. Und das andere ist halt ein Tele. Ist im Wald auch nicht immer gut und hier bin ich so, sagen wir mal, von weitwinkelig bis leicht Tele unterwegs und ja, ich denke einfach, das ist so das beste Mittelding für diese Challenge hier. Und was wird es bei dir werden, Svensky? Ich werde mein 24 bis 70er Objektiv nehmen. Bin dadurch leicht im Nachteil, weil ich halt, ja, alles nur bis 70 mm quasi abdecken kann. Es entscheidet, glaube ich, hier nicht unbedingt das Objektiv, sondern das mangelnde Können. So, ich bin jetzt alleine. Ich habe mich von diesem garstigen Svensky entfernt. Ich bin jetzt hier wieder ein Stückchen zurückgelaufen, den Weg, den wir gekommen sind, weil ich habe hier im Wald vereinzelt so Birken gesehen. Wie zum Beispiel dort. Und ich habe jetzt die Idee, dass ich quasi mit relativ viel Millimetern, also wahrscheinlich so 105, an den Baum ranzoome und dann mit einer kleinen Blende, also bei mir Blende 4, den Hintergrund versuche unscharf zu machen, dass sich der helle Birkenstamm quasi vom, ja, relativ dunklen Hintergrund abhebt und dass das quasi so ein bisschen, ja, eine Trennung schafft zwischen der Birke und dem Wald. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ja, wird sich zeigen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit und ich brauche auf jeden Fall ein besseres Bild als dieser Svensky, weil ich muss jetzt langsam mal eine Challenge gewinnen, sonst wird es schwierig dieses Jahr für mich. Aber ihr werdet es sehen, bis dann. So, die Challenge geht los. Ich bin hier ehrlich gesagt ein bisschen überfordert. Es liegen überall so Äste im Weg. Naja gut, im Wald vielleicht relativ normal, ne? Ich werde jetzt mal ganz nah an so einen Baumstamm rangehen und möglichst weitwinklig nach oben fotografieren. Und da habe ich quasi die Details von der Rinde ein bisschen drauf. Mal gucken, ob das was aussieht. Sieht ganz gut aus. Bloß noch ein bisschen hell, da müssen wir natürlich noch die Belichtung anpassen. Schauen wir mal, was wir noch so machen können. Wir sehen ja, die Sonne scheint jetzt ziemlich gerade von oben runter. Das heißt, vielleicht können wir da noch ein bisschen mit den Schatten von den Bäumen spielen. Ja, mal gucken, was wir da so draus machen können.
So, Leute, ich zeige euch jetzt mal, was ich mir hier überlegt habe. Und zwar habe ich hier die eine Birke und auf der Seite hier die zweite Birke und im Hintergrund die dritte. Und jetzt ist mein Plan, ich bin jetzt hier im Video gerade auf Blende 5,6, aber auf dem Foto würde ich dann quasi Blende 4 nehmen, dass der Hintergrund noch ein bisschen unschärfer wird. Und ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt, aber ich finde tatsächlich hier diese Linien, die die Birke bildet, links und rechts, eigentlich ganz, ganz ansprechend. Ja, ich muss mal gucken, wie das wirklich ausschaut. Hier ziehen auch die ganze Zeit die Wolken drüber, das heißt, eventuell warte ich, bis vorne die Birke dunkel ist oder nur die hintere, ich habe keine Ahnung. Ich muss mal schauen, aber ich darf mir auch nicht mehr allzu viel Zeit lassen, denn es sind tatsächlich nur noch 13,5 Minuten. Und ja, ich muss ja was Besseres finden als Wensky, von daher muss ich mich jetzt, glaube ich, ein bisschen dran halten. So, hier habe ich jetzt was anderes gefunden, auch wieder eine Birke, beziehungsweise zwei Birken, die unten zusammenlaufen. Aber der obere Teil hier oben liegt im Schatten und der untere in der Sonne. Das heißt, wenn ich quasi das Bild mache, dann schaue ich, dass ich den oberen Teil im Schatten auch mit drauf nehme, dass ich quasi einen Übergang habe. Und dann mit einer kleinen Blendenzahl, dass ich den Hintergrund schön verschwommen habe. Ich glaube, das könnte ganz cool ausschauen. Jo, mittlerweile bin ich ein bisschen sprachlos. 5 Minuten haben wir noch. Und ich finde einfach keine Komposition mehr. Ich hoffe, das, was ich bis jetzt gemacht habe, sieht auf dem Rechner auch noch so gut aus. So gut, in Anführungszeichen. Mal gucken. Ja. Aber die Komposition ist langsam ein bisschen mau. So, Leute. Wie ihr gesehen habt, die halbe Stunde ist schon vorbei. Das ging jetzt tatsächlich schneller als vorher gedacht. Ja, ich habe mich relativ viel auf diese Birken konzentriert, wie ihr gemerkt habt. Ich habe jetzt zum Schluss aber nochmal 2, 3 Bilder gemacht von, ja, sagen wir, Mustern, Licht und Schatten, weil, boah, puh. Bei den Bedingungen gerade. Es ist halt einfach komplett hartes Licht. Tatsächlich, also ich kann es nicht viel besser. Und ich glaube, bei solchen Bedingungen muss man auch ein Augenmerk wirklich auf sowas wie Mustern, Strukturen, wo werden Muster unterbrochen und so weiter legen. Und deswegen, ja, aber schauen wir mal, was dieser Svensky so gefunden hat. Wir treffen uns jetzt gleich an dem Ort, wo wir vorhin unsere Objektive gewählt haben. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, ihr seht uns dann gleich wieder im Doppelpack. So, ihr hört es, Timer geht, das heißt, die Challenge ist nun beendet. Challenge erledigt, jetzt ist natürlich nur die Frage, wie schauen die Bilder auf dem Rechner aus? Die Frage stellt sich ja immer.
Ich finde, ja, man, das ein oder andere sah vielversprechend aus, aber diese kleinen Bilder in der Kamera, naja, da kann man, dem kann man nicht so viel vertrauen manchmal. Wie ist es bei dir gelaufen, Christianski? Ja, ich muss gestehen, die halbe Stunde, dachte ich am Anfang, ist echt lang. Ja, und dann auf einmal waren 19 Minuten vorbei und 33 fast. Genau, und dann hat man eine Komposition quasi. Genau. Und, ja, schauen wir mal. Aber es ist, glaube ich, eine ganz witzige Idee. Und mir hat es auf jeden Fall voll Laune gemacht. Und wenn euch das Format so gefällt, gerne mal uns wissen lassen. Ja. Und über die Bilder wird natürlich auch noch abgestimmt. Das ist ja, ja ganz klar. Ja, natürlich, klar. Das zählt jetzt halt wie eine offizielle Challenge. Genau. Das, es muss natürlich immer einen Sieger geben. Ja. Für die nächste lassen wir uns dann natürlich andere Handicaps einfallen. Also beispielsweise, jeder darf nur insgesamt 10 Bilder aufnehmen oder so. Oder wir müssen beide unter 50 mm Brennweite bleiben, irgendwie sowas. Wenn ihr dazu noch Ideen habt, schreibt sie auch in die Kommentare. Wir sind auf jeden Fall gespannt und ja. Je dümmer die Idee, desto witziger das Video natürlich. Desto wahrscheinlicher auch, dass wir es nur machen, ne? Genau. Ja, also ansonsten. Dann bis zur nächsten Challenge würde ich mal sagen. Ciao.